Wundert euch nicht, warum sie keinen Schwanz hat. Die hatte schon mehrere Unfälle, bevor sie sie bekommen haben. Und es war ganz mega süß. Die hat einfach hier von dem Hahn getrunken. Deswegen muss ich es gerade probieren, ob sie es nochmal macht. Aber. Baby. Ja, Schatz, was ist los? Hallo, mein Schatz. Hallo, mein Schatz. Aber sie ist so süß. Oder doch? Ja. Oh. Ah ja, und. Hallo. Und das hier, sie hat den Marderkampf. Und er liegt einfach hier, der kleine Spatti. Kleine Dickerchen. Dickerchen. Spatz. Spatzi. Schön auf dem Bett bequem machen, gell? Schön im Bett bequem machen. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich vlogge, ehrlich gesagt. Irgendwie wollte ich euch nur meine Katze zeigen, die da an dem Hahn getrunken hat, weil das so mega süß war. Ich wusste auch nicht mal, dass die sowas macht. Ich stand im Bad, wollte duschen gehen. Auf einmal höre ich so, springt jemand in die Badewanne. Ich dachte, das wäre er hier, weil er das immer gemacht hat. So, wenn er halt gerade seine 5 Minuten hatte, dann war er so wild und ist einfach in die Badewanne gesprungen. Und dann drehe ich mich um und dann ist es einfach die andere. Und fängt dann an dem Hahn zu trinken. So, mein Gott, wie süß. Und ich bräuchte gleich so Foto, Foto, Video und so. Und dann wollte ich ein Video machen, dann hat sie aufgehört. Und dann habe ich halt alles dran gesetzt, dass sie das nochmal macht. Und ja, mega süß einfach. Aber wenn ich jetzt gerade schon mal dabei bin, kann ich euch ja erzählen, was ich gestern Abend gemacht habe. Ich bin zu meiner Mom gefahren und eigentlich wollten wir hier ein bisschen chillen, Film schauen und so. Und dann hat mich eine Freundin gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihr noch was zu machen. Und dann habe ich eigentlich gesagt, ja, ich muss schauen, weil gerade ist bei mir ein bisschen eng gegen Geld und so. Und dann hat sie gesagt, ja, sie würde gerne Shisha rauchen gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann habe ich aber gestern einfach gemerkt, dass ich nie, nie wieder Shisha rauchen will. Weil ich in letzter Zeit gemerkt habe, ich habe mega Probleme dann mit der Lunge, also mit dem Atmen. Und ich habe echt keinen Bock, irgendwie meine Lunge zu schädigen, weil, ja, es war halt in der Vergangenheit jetzt was, wo ich ein bisschen Panik vor habe. Und ich merke halt auch, dass mir relativ schnell schlecht wird. Und das habe ich gestern auch wieder gemerkt und jetzt habe ich mir gesagt, möchte ich das nicht mehr. Eigentlich habe ich gesagt, wenn ich aus Mexiko zurückkomme, dann, aber ich höre jetzt schon auf. Und ja. Ja, und heute ist Sonntag und heute gehe ich auf 2 Geburtstage. Einmal von meinem Cousin und dann noch abends von meiner Cousine. Und bin mal gespannt, wie es wird. Meine eine Cousine, die ist 18 geworden. Und es ist echt nicht mehr lang bis Mexiko. Ich freue mich so, mein Gott. Es kommt immer näher. Und ich freue mich so mega, euch Mexiko zu zeigen. Und ich habe gestern das allererste Mal mit meinem MacBook mein Video geschnitten und mit iMovie zu schneiden macht einfach mega viel Spaß. Ich weiß, die meisten benutzen bei iMovie Final Cut Pro, aber das ist mir einfach zu teuer und iMovie ist auch richtig gut. Und ja, heute Nacht habe ich sogar geträumt, dass ich schon geflogen bin und ich dachte mir so, ja, endlich, ja. Ich war so glücklich und dann wache ich auf, so alles nur ein Traum. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht und ja, gleich gehen wir auf den Geburtstag von meinem Cousin, von meinem Stiefcousin sozusagen, habe ich ja vorhin schon erwähnt, glaube ich. genau, gleich holen wir noch meine Stiefoma und meinen Stiefopa ab, die wir mitnehmen. Ja, sorry, musste gerade nach meinen Katzen gucken.
Genau, die nehmen wir mit und dann sind wir da zum Mittagessen eingeladen und zum Kaffee. Und heute Abend um 17 Uhr gehen wir dann zu meiner Cousine und die hat halt, wie gesagt, auch feiert ihren Geburtstag und da sind wir dann wahrscheinlich auch zum Kaffee und zum Abendessen. Und oh mein Gott, ich habe heute auch noch nichts gefrühstückt, weil ich mir gedacht habe, ich lasse den Platz frei. Das ist übrigens mein Outfit. So eine dunkle oder schwarze Jeans. Und so ein Top von H&M habe ich mir letztens gekauft. Und ein schwarzer Blazer. Ja. Gleich gibt's lecker Essen. Ich habe voll Hunger. Ich habe nicht gefrühstückt. Ich hoffe, mein Spontan-Vlog hat euch gefallen. Ich habe einfach so mega viel gegessen. Ich bin so voll, ich platze fast. Ja, erst bei meinem Cousin, dem einen, und dann gab es bei meiner Cousine nochmal mega viel zu essen. Und ich, ja, brauche, glaube ich, die nächsten 3 Tage nichts mehr essen. Aber es war sehr lecker und es war sehr schön. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Fühlt euch gedrückt. Und dann sehen wir uns. Ciao!